Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Simulation. Heute bin ich wieder dran und anscheinend soll ich trainieren. Keine Ahnung, wo es den Leck vergrößern könnte. Naja, gut. Keine Ahnung, was sein könnte. Keine Ahnung, ehrlich gesagt wirklich nicht. Moment, Leute. So, da bin ich wieder. Also, ich denke, ich kenne das Problem. Es scheint Traps zu sein. Ist klasse. Gut, anscheinend soll ich trainieren und... Wo befinde ich mich überhaupt? Okay, ich bin schon in die richtige Richtung gelaufen. Haben wir schon den Orden hier? Ich habe keine Ahnung. Ja... Es ist anscheinend Traps, ich kann dagegen nicht, also nicht allzu viel tun. Leider. Sunny. Das Nebenplepo. Ah, klasse. Steckt das sonst auch nicht so stark. Also kommt schon. Gut. Himmel. Ist ja nicht zu ertragen. Wirklich nicht. Ah, ich glaube, ich erinnere mich an die Stadt. Ah ja, richtig. Die Arena-Leitern jetzt nicht da. Dann erinnere ich mich noch ungefähr. Hafen von... Na gut. Ah ja, richtig, der Tunnel. Was, der Tunnel? Ich erinnere mich gerade nicht mehr so genau dran. Das war... Was ist da oben? Ich erinnere mich nicht mehr. Es hört sich richtig an. Okay. Komm schon. Das nervt, ich kann dagegen auch nichts tun. Ja, anscheinend müssen wir hin. Komm schon. Kein Outfit-Spielchen. Was machen wir dann hier? Das regt auf. Ernsthaft. Okay, Kung-Fu-Strahl. Haha. Ich gebe da ein, jetzt trifft gar nichts mehr von uns. Okay, Glut. Das wirkt so nicht. Halte ich mich natürlich nicht aus. Ich brauche... Tausch mal bitte für Snape ein. Ich weiß nicht... Für mich sieht es irgendwie von hinten ziemlich aus und... Himmel! Das muss ich gleich nachprüfen. Okay, das prüfe ich jetzt nach. Also bis gleich, Leute. Okay, keine Ahnung, woran es liegen könnte. Das ist jetzt auch nicht so viel gehofft. Ah gut, das hat ja einigermaßen funktioniert. Dann mal wickeln. Okay, es funktioniert. Nein, nein. Oh, danke.
Okay, mein Plan geht auf. Ja, das war mein Plan, von Anfang an. Okay, geschafft. Schon ein Level trainiert. Ach ja, und ich denke, ich trainiere... Ah, ich sehe, du meinst meins ernst. Keine Ahnung, wo ich liegt das übrigens auf Fett. Und zum Trainieren, ich denke, ich trainiere alle zwei Level, weil, ja, Drecken kann ja auch trainieren. Das muss ja nicht unbedingt ich erledigen. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Mit... Oh, Mann. Scheiße, hier könnte es doch mal sein. Nein, das weiß ich nicht. Neben... Maligno, komm zurück! Los, Laliku! Okay, das wäre, glaube ich, böse ausgegangen. Kaum eine Wirkung. Synthese? Was macht doch mal Synthese? Und wo ist Reflektor hin? Okay, weiter geht's. Vielleicht ja noch ein Volltreffer. Und? Ach, komm schon. So, es läuft immerhin wieder flüssig. Jetzt probier ich mal aus, was für ein Synthese ist. Ich habe echt keine Ahnung. Okay. Und weiter geht's. Ja, und ich muss Strecken sagen. Vielleicht vorher zu sagen, wenn er irgendwas bei mir bringt, irgendwelchen Pokémon. Ach, Reflektor. Na gut, da war ich in Synthese. Ach, vielleicht habe ich trotzdem gemacht. Und gewonnen. Ich habe verloren. Teil nach Hause, die irgendwelche Dekorationsobjekte dort von unserem Mutter kauft. Was auch immer. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Wer ist das? Ein Vogelfänger. Taubst ihn. Und... Blut. Flammenwurf wäre mir zwar langsam lieber, aber... Blut tut's auch. Und nochmal. Sani ich eigentlich gerade eben schon verletzt? Ich dachte sie wär's. Ja, wir wechseln mal Klebo. In denen sollte das nicht effektiv sein. Finale. Ja. Intensität. Ich hoffe, das funktioniert. Verdammt, ich hab's geahnt. Ich bin nicht ganz sicher, ob Taubs jetzt auch so gesehen fliegt oder auf dem Boden rumsteht. So im übertragenen Sinne. Nun gut, nun gut. Weiter geht's mit Taubs. Ich denke mal, Klebu ist dann auch am beste Wahl, am besten dran, weil ich denke, Flugattacken machen dem nicht allzu viel aus. Na naja, gut, bei Normalattacken, die machen auch nicht viel aus. Ah, komm schon, Klebu.
Und, yeah. Oh, noch ein Volltreffer. Ja. Ihr lasst mich raten, noch ein Taubsieg. Wer hat's gerade? Okay, ich denke, ich bringe das jetzt einfach mit Steinwurf schnellstmöglich zu Ende. Ja, gut, das war ein kurzes Problem schon. Erledigt. Gut, das war auch der 15. Und? Nein. Und? Kein Problem. Und? Natürlich fällt das auch. Fast schon Level Up. Ich befürchte, ich werde noch trainieren müssen. Du sorgst dich wirklich. Tue ich das? Ich glaube nicht. Ist eigentlich auch Sorgen. Wie sollte ich mich sorgen, dass du mich fertig machst? Da sollte ich nicht runterfallen. Ich will gegen dich kämpfen. Ich bereite die Welt, um mein Pokémon zu trainieren. Okay, den Satz habe ich nicht verstanden. Aber ich möchte mit dir kämpfen. Ist wirklich meine Frage. Wie lange stehen wir da, um darauf zu warten, dass jemand vorbeikommt, gegen den sie kämpfen können? Ganz sicher, sind wir jetzt gut dran im Match? Oder eher ausrichten. Na gut, wir sind gut dran, weil Level 24, Level 18, ja. Und Kung-Fu-Strahl. Und? Ja, erwischt. Ich setze einfach mal Ruckzuck an, weil ich glaube Feuerattacken, ja gut, Feuer gegen Feuer ist nicht ganz so effektiv. Und ja, Fukano tut das. Gut. Gut, ja. Er macht dich auch fertig. Einfach so. Ja. Und nun kommt noch ein Vulkaner. Mit? Nein, wollte ich nicht. Bin ich wäre Aqua richtig gewesen in dem Fall, aber ich bleibe einfach mal bei Sunny. Die muss auch trainiert werden. Und ja. Das wird vermutlich dann auch richtig interessant für mich nachzutrainieren und... Okay. Dann Giftstachel. Wow, richtig lange Verwirrung. Und Lila-Strahlen des Todes waren das. Ah, hat funktioniert. Ja. Es wird immer besser und besser. Gut, noch Intensität. Keine Laserstrahlen des Todes mal. Oh, Klebus Intensität kommt ganz zum Schluss. Na gut, na gut. Dann ebenso. Gut, das war jetzt nicht die beste Aufteilung, aber egal. Ich muss mehr trainieren. Ein Teil nach Hause. Und sie wird an Deko-Objekten verschwinden. Moment, nee, das wollte ich jetzt nicht. Hey? Das Mimus kann vor Sorgen um das Pokémon hier sein. Das Pokémon. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Ich wurde manchmal ganz schlicht. Jasmin ist die Pokémon-Trainerin, die wir in diesem Turm suchen sollen, damit sie unter Termina kommt und gegen uns kämpft. Ja, ich glaube, das wäre ein Knockout so selber im Kopf. Dani, du wusstest nicht unbedingt ein gutes Matchup. Na gut, Berliku kommt dran. Na gut, aber immerhin eine paar gratis EP für dich und Loba, das hätte weh getan. So, aber gar nicht. Und Rasierblatt.
Sollte nicht allzu lange dauern. Tut's auch nicht. Ein Volltreffer auch noch effektiv. Was könnte ich mir mehr wünschen? Ah, noch kein Aufstieg. Crappy. Nein. Ja, stärker. Trotzdem, ich vermute mal keine allzu große Herausforderung, weil, ja. Noch ein Volltreffer. Ach, ich liebe es, wenn die Volltreffer in Erfolg kommen. Ich mache diese Folge, glaube ich, jetzt auch nochmal 5 Minuten. Na gut. Sagen wir noch 3 Minuten mache ich die Folge noch. Weil es hat so geleckt und ja, damit wir auch wirklich 15 Minuten Spielzeit haben. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen. Ich denke, ich habe das Problem wenig verbessern können. Es läuft zumindest relativ flüssig. Ich weiß, dort war noch jemand, aber ja. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vorpommern sind in Bestform. Und das in einem Turm. Ja. Nicht unbedingt der beste Ort, denke ich mal, für ein Flug-Pokémon, aber das wird er vermutlich auch gleich selbst sehen. Hab ich da. Flugfeuer? Keine Ahnung. Kampfstrahl einfach mal drauf. Ach, ist doch schön, wenn sowas immer trifft. Ich muss die Verwirrung nur ein bisschen anhalten. Komm, triff dich selbst. Ah. Komm schon! Mensch! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Okay, Klebo, du bist dran. Ja, Sunny hat's nicht leicht. Ja, das hättest du gerade eben machen sollen. Dämliches Pokémon. Gut. Ah ja, es hätte immer auch so lange. Schnabel, auch kluge Wahl. Und effektiv. Ein EP, jeder Wette, ein EP. Aqua kommt mal dran. Ich denke mal, es sollte jetzt nicht effektiv gegen Aqua sein. Und ich will es auch mal kämpfen sehen. Surfer, Gesang, Konfusstrahl, Boyslam. Gesang versuchen wir mal. Und verdammt hat das viele KP. Das war so klar. Daneben Konfusstrahl. Da stecken wir das locker ein. Und Bodyslam. Los, treff dich selbst. Komm schon. Oh. Und... Ah, es war so klar, natürlich. Aha. Praktisch. Nein, nein. Das sollte nicht allzu schwer sein. Bin gar nicht sicher, wie effektiv Surfer ist. Aber Bonislam geht auch. Ja. Ups, sie sind abgestürzt. Das war in einem Turm zu erwarten, Freundchen. Ah, na gut. Teil nach Hause und... Ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich werde noch mal rausgehen, ein wenig trainieren. Ja, ich mach's. Und dann lasse ich Folgen auch wieder hier raus. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. So, noch mal kurz ein Einwurf von mir. Ja, der Grund, ja, was ich trainieren will, ich dann entdeckt und das klingt zwar ein bisschen seltsam, aber ich würde es gern fangen. Ha, wir haben genug Pokébälle. Danke, Dragon. Ja, ich bin mir zwar nicht sicher, jetzt genau warum, aber ich will es versuchen. Und das will ich euch noch mal schnell zeigen. Und das soll es dann auch wirklich gewesen sein.
Ich glaube, ich kaufe noch ein paar bessere Pokébälle. Ah, komm schon. Die Aufnahme ist sowieso schon ziemlich lang. Ah, wieder leck. Ah, gut. Komm schon. Komm. Okay. Ich will Miltank fangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso, aber ich will es fangen. Ja, ich melde mich wieder, wenn ich es gefangen habe. Endlich! Es ist endlich drin! Fast eine Viertelstunde ist jetzt vergangen. Fast alle Pokémon-Bälle sind verbraucht. Ich habe gut 10-mal Gesang mit Aqua eingesetzt. Auch erfolglos. Ist fast platt gegangen, Aqua übrigens. Zurückgewechselt und geschafft. Ich dachte schon, ich müsste aufgeben. Okay. Da kann's auch gerne lecken. Geschafft! Wenn es gerade ein Junges hat, dann enthält sein Milch mehr Nährstoffe als gewöhnlich. Okay. Möchtest du Mittag einen Spitznamen geben? Ja, natürlich. Okay, das ist auch nicht schön. Ich habe schon mir was ausgedacht. Ich hatte ja auch genug Zeit. Da, Belinda. Ja. Den Grund verrate ich mal natürlich mal nicht wie immer, aber... ob es sagt, eigentlich hatte ich bis jetzt nie einen Grund. Oder besser gesagt, eine Idee, wieso ich es so nenne. Einfach Ausgebung so. Und ja, das war ausgedacht und ja, wir sehen uns dann später in Dragon's Part, hoffentlich diesmal wirklich. Ciao.